Willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Es geht direkt weiter. Wir machen eine Hauptquest. Ja, wir müssen Professor Flitwick von dem Trollangriff erzählen. Und hier ist irgendwo eine Schatztruhe. Ja, Schwester da, Rainy ne? würde so etwas niemals tun. Übrigens, Sie können Hogwarts sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das. Legacy ist das erste Spiel, was ich mir komplett neu gekauft habe, sogar Vorab-Version, bevor das rausgekommen ist. Sonst kaufe ich immer nur. Das geht leider nicht. Sonst kaufe ich immer nur Spiele, die schon älter sind und dann im Angebot. Ja. So, jetzt müssen wir natürlich Revelio. für diesen Schalter müssen wir noch einen anderen Schalter suchen. Ist das hier der Astronomieturm? Oh mein Gott, da ist Dumbledore gestorben. Wir müssen da hoch. Wow. Wandteppich von Barnabas, der Bekloppte. Da ist der Raum der Wünsche, glaube ich jedenfalls. Dieser Wandteppich stellt den törichten Versuch des Zauberer Barnabas des Bekloppten dar, Trolle für das Ballett auszubilden. Man stellt sich nur die Auswirkungen auf Kunstwerk vor, wenn er ge Erfolg gehabt hätte. Was für ein Geist. Ist das der kopflose Nick? Ja, ist der. Ja, hier ist, glaube ich, der Eingang zum Raum der Wünsche und ich muss hier dreimal vorbeilaufen und mir wünschen. Ich will den Raum der Wünsche. Ich will den Raum der Wünsche. Warum leuchtet mein Zauberstab? Ich will den Raum der Wünsche. Revelio. Hat nicht funktioniert. War auch logisch, weil das Spiel überträgt ja nicht meine Gedanken. Ich weiß nicht, was ich da mache. Eigentlich suche ich. Ja, jetzt habe ich halt den Astromito. Ist auch egal. Also eigentlich suchte ich da unten. Oh, da oben sind Sternbilder. Ah, irgendwie will ich zum Astromiturm. Und vor allen Dingen, wann ist denn da mal Nacht in Hogwarts? Ich möchte Hogwarts mal bei Nacht erleben. Das kann auch nicht alles tagsüber sein. Und sobald wir beim Astronomieturm sind, gehen wir auch wieder zurück. Ein daedalischer Schlüssel. Wohin der wohl führt? Ach, das hat. Jetzt einfach nebenbei macht man wohl die Nebenquests. Ist doch ja nicht schlimm. Revelio. Ah, okay, hier ist nochmal so ein Mottenrätsel. Geld. Geld ist eigentlich auch cool. Dann kann man sich Sachen kaufen oder so aus Versehen Sachen kaufen. Okay, das sieht schon cool aus. Kann ich dich auch streicheln? Nö, leider nicht. Eulerei müssen wir auch unbedingt hin. Und ich will endlich mal in die große Halle und zum Bootshaus. Ich will überall hin. Ey, was machen Schüler einfach auf dem Astronomieturm? Das geht nicht. Revelio. Oh, guck mal, hier stand so. Harry stand da unten. Dumbledore stand da. Snape kam. Und dann wurde er getötet. Ey, ey. Handbuchseite. Dieses Teleskop ist das hochwertigste Instrument zur Sternbeobachtung seiner Art und eignet sich perfekt für die Betrachtung des Mondes, der Sterne und aller anderen Dinge am Nachthimmel. Ja, kann ich da jetzt auch durchgucken? Nee, ich will da durchgucken. Oha, ich sehe nichts. Aber ich glaube, wahrscheinlich haben wir auch irgendwann Astronomieunterricht, ne? Und Schüler dürfen nicht alleine auf den Astronomieturm. Das geht gar nicht. Genau, hier stand dann so Harry. Snape kam vorbei, meinte so: Sei ruhig. Und Harry hat Snape vertraut. Was natürlich auch richtig war, aber. Dumbledore ist trotzdem gestorben. Aber ich spoiler nicht, lese die Bücher. Übrigens, ich habe ja gesagt, ich habe mich Arya Snape genannt und bin Barn mit einer Vorfahrin von Snape. Snape kommt aber nicht aus einer Zaubererfamilie. Das ändern wir jetzt einfach. Wir sagen einfach. Es war doch schon mal ein Snape-Zauberer. Es gibt einfach zwei Snape-Familien. Von Tobias Snape, die Muggelfamilie und noch so eine andere Snape-Zaubererfamilie. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Möchte nämlich mit Zauberereltern aufgewachsen sein, weil ich stelle mir das lustig vor. Obwohl wahrscheinlich bin ich das gar nicht, ne? Wenn ich im 5. Jahr erst nach Hogwarts komme und man vorher meine Magie nicht entdeckt hat. Aber es wurde jetzt auch nicht klar. Ich war ja gar nicht überrascht. Oh, ich bin Zauberer.
Das ist irgendwie noch nicht klar geworden, warum ich erst so spät komme und was ich dazu sage. So. Wow. Also das ist das erste Fragezeichen, das ist das zweite. So, das Rätsel machen wir noch. Also 3, 0, 5, das heißt 2. Jetzt ist wieder die Frage, fängt es bei 0 an oder bei 2? Wir sagen mal, bei 0 fängt das an, dann müssten wir jetzt dieses komische Ding, wo ich nicht weiß, wie das heißt. Das. So, dann ist hier Einhorn. Einhorn ist 1. 1 und 4 ist 5. Fehlt noch 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, dieses Ding da. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Das. Yay! Wahrscheinlich fangen die immer bei 0 an. Weil irgendjemand meinte, manche fangen auch bei 1 an, aber war bisher noch nicht so. Geht sofort los. Ich musste gerade einen Schluck trinken. So. Truhe. Burgunderrote Quidditch-Handschuhe werde ich verkaufen. Eine Karte, okay, Sammelkarte. Ich wollte schon sagen, was soll ich mit einem Tisch? Soll ich den jetzt mit rumschleppen? Stelle ich in meinen Schlafsaal auf, da müssen wir übrigens auch nochmal hin. Aber auf der anderen Seite, alle Leute haben schon erzählt, da sind einfach auch nachts keine Schüler im Schlafsaal. So. Revelio. Da oben ist eine Truhe. So, also wir müssen dann noch eine Etage höher. Ja, hier. Ja, da kommen wir aber nicht rein. Ja, okay, dann können wir die Schatztruhe auch noch nicht holen. Was ist hier? Ist Zauberkunst. Galeonen und die Uniform eines Historikers. Diese alten Schatzkarten sind großartig. Ah, hier müssen wir lang. Alles klar. Das ist immer ein bisschen schwer mit dem ganzen 3D, ob man jetzt hoch oder runter muss. Oh, ich glaube, das ist dieser Gang mit den ganzen Wandteppichen. Nee, der ist zu breit dafür. Professor Fix, hallo, Unterrichtsraum. Wie schön, Sie zu sehen. Ach, die ist das, ne? Die Ignata Willsmith. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Ich muss auf Klo. Okay, irgendwelche ausgeranzten Handtücher. Ich hab's auch mit den Toiletten in Hogwarts, ne? Ja, da weiß ich immer noch nicht, was man da machen muss. Wahrscheinlich irgendein Zauberspruch, den wir nicht haben. So. Reparo. Lumos. Nee. Da. Das sieht doch. Die sehen doch einfach eklig aus. Vor allem, wenn du da reinkackst, bleibt es doch da liegen. Das geht doch gar nicht da rein. Boah. Und das sind die Pissbecken, die Pinkelbecken zum Stehen. Das heißt, ich bin in der Jungentoilette. Toll. Warum konnte ich als Mädchen in die Jungen? Also, das ist dieses Klo-Symbol. Könnte auch nächste sein. Dann suchen wir doch jetzt mal die Mädchentoiletten. Eigentlich habe ich ja einen Auftrag. Und den sollte ich eigentlich auch machen. Ich sollte nicht. Wo muss ich lang? Die ganze Zeit immer da woanders hingehen, aber. Revelio! So ist es nun mal, ich bin neugierig. Imperial, Grau und Silber, Sammelkarte. Was soll ich jetzt zu ihm ins Büro? Professor Fick, als wären meine begrenzten Stunden nicht schon ausreichend belastet, hat das Ministerium mich mit der recht unerfreulichen Aufgabe betraut, die Ankunft eines Neuzugangs in Hogwarts vorzubereiten. In der 5. Klasse! Danke, das ist nicht nett. Professor Weasley besteht darauf, dass ein Mentor sinnvoll wäre, um den Neueinkömmling an das Leben hier zu gewöhnen, bevor das Schuljahr beginnt. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe Ihnen zu übertragen. Ach, das sagt der Black, okay. Bitte melden Sie sich bei Professor Weasley für weitere Details. Professor Phineas Nigelis Black, Schulleiter. Na, es ist ein Vorfahre von Sirius Black. Ich finde den cool, ich weiß, dass der böse ist. Aber ich finde, er sieht cool aus. Vielleicht ist er ja doch noch nett. Er ist einfach jetzt mein Snape. Ach, ich habe jetzt gewartet und jetzt kann ich mit ihm sprechen. Kann ich mich erstmal umsehen? Revelio. Ich kann doch nicht einfach sein Zimmer alles plündern.
Einen Kackzylinderhut brauche ich eh nicht. Ich muss schon wieder in die Winkelgasse. Professor, schön Sie zu sehen. Er hat zwei Äpfel rumliegen. Merlin sei Dank, sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle trugen Rüstungen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Serona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Sie wollen das Medaillon. Professor, Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt. Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Sieht aus wie genauer gesagt Karte in die verbotene Abteilung. Nur mit und so etwas weiter. Lichtern. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Gehen wir? Ich weiß, Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in einer Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Gut. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Kurze Frage. War Miriam diese Frau, die diese Nachricht geschickt hat? Und der Mann von ihr war der Typ, der in der Kutsche gestorben ist? War das so? Was ist das für ein Aufgabensymbol? Gucken wir uns das mal an. Ach, das ist so ein Auftrag. Keine Hauptaufträge, wir müssen die Nebenaufgabe dafür machen. Wieso habe ich noch keine Beziehungen? Die muss ich eh bald suchen. Ja, okay, ich muss eh nur rumlaufen. Sehe ich das jetzt auf der Karte? Ich will das mal einmal ausprobieren. Ja, machen wir doch erst diese Nebenquest. Ja, machen wir die Nebenquest und dann machen wir die eine Aufgabe. Das ist der Plan. Revelio. Oh, der sieht aber auch cool aus, ne, finde ich. Den mag ich, Professor Ronan. Aber vor allem, wie viele Schlüssel muss ich suchen, wenn ich jetzt mehrere suchen muss? Ich suche jetzt nur den einen, den ich eh schon gefunden habe. Noch mehr Schränke habe ich keinen Bock zu suchen. Oh, das war wieder Peeves. Der ist nämlich irgendwie kein richtiger Geist, deswegen ist der bunt. Wird ja auch in den Büchern gar nicht klar, dass Peeves nicht so nicht bunt durchscheint ist, weil da werden ja irgendwie nur die anderen Geister beschrieben, meine ich. Hier irgendwo. Revelio. Muss ich den jetzt suchen? Hier ist der. Ah, ist nur auf der falschen Seite. Hier ist der. Was haben Sie jetzt vor? Ist das der Schrank? Da ist der Schrank. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Ey, das sind doch die Schlüssel von Stein der Weisen. Wann soll ich denn den Schlüssel schlagen?
Ich dachte, ich muss den schlagen, wenn er auf dem Loch ist. Oh nein, ich muss schneller sein. Okay. Kann ich den nicht einfach jetzt nehmen? Ich kann den doch jetzt nicht die ganze Zeit verprügeln, bis er tot ist. Das ist ziemlich scheiße. Ich verstehe auch nicht, muss die gelbe Linie genau in das Loch zeigen oder nur darüber? Was ist das? Ja, okay, darüber gehen. Eine alte Münze? Vielleicht weiß Nelly mehr. Ja, okay, dann gehen wir zu Nelly zurück. Sah aus wie ein Gryffindor-Löwe. Upsi, wollte das Schloss nicht zerstören. Tut mir leid. Wo ist der Nelly? Meine Mutter. Aber ich weiß jetzt auch, was die Leute kritisieren. Das ist schon ein bisschen. Lass dir den Sieg über Cello bloß nicht zu Kopf steigen. Wenig Hogwarts-Schüler und. In dem Schloss, aber naja, mein Gott, stört mich nicht. Habe ich eigentlich schon Freunde gefunden? Oder helfe ich einfach irgendwelchen Kids immer nur? Wird es auch einen Weihnachtsball geben? Man weiß es nicht. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobia Stein ja, finde. Ja, das mache ich. Konntest du einem der daedalischen Schlüssel folgen? Hallo Nelly. Ich konnte einen daedalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine Art merkwürdige Marke. Sieht wie ein Gryffindor-Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet unsere Haustruhe. Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in unserem Gemeinschaftsraum gesehen und in den anderen gibt es sie wohl auch. Such danach. Ich hoffe, du machst weiter. Bei so viel Mühe muss der Preis ja atemberaubend sein. Ich sollte das erledigen und die Gryffindor-Haustruhe finden. Ja, mache ich. Ich glaube aber zum Beispiel, dass... Immer wenn ich hier lang gehe, sagt die das mit dem, ich sollte einen hohen Ort nach Kobelstein suchen, dass ich hier irgendwie hochklettern muss. Ich weiß aber nicht wie. Also der Baum wäre natürlich hoch. Diese Mauer da wäre hoch. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobia Steine finde. Ja, da, ne? Ach, hier. Revelio. Wie kann ich da hochkommen? Akio. Hier. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Okay, jetzt steht aber der Plan fest. Ich gehe jetzt hier zu meiner Haustruhe. Und danach werde ich, ganz normal weitermachen und nach immer die Steine holen. Wieder mal auf Abenteuer-Tour? Erklärst du mir nochmal, wie die daedalischen Schlüssel funktionieren? Ach nein. Wenn du einen fliegenden Schlüssel siehst oder hörst, folge ihm zu seinem Schrank. Das Knifflige ist, ihn dann ins Schloss zu bekommen. Ich hoffe, du folgst ihm. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Okay, das ist also auch so eine Quest, die ich eigentlich immer machen kann. Das heißt, wir werden uns gleich doch eher drauf stürzen, die Hauptquest zu verfolgen. Jetzt machen wir das natürlich, ne? Und wenn wir zwischendurch irgendwas von den Kobelsteinen sehen, nehmen wir die natürlich mit. Ebenso wie diese detaillichen, was weiß ich, Schlüssel. Warum sind das keine Treppen, die sich selbst bewegen? Das wäre ziemlich cool. Revelio. Aber hier sieht's auch. Oh, das sieht auch cool aus. Ja, ja. Ich meine, ich könnte natürlich auch viel Floh reisen, aber
Ich finde es eigentlich gerade cool, die Sachen, die ganzen Sachen anzugucken. Aha. Oh, nicht schon wieder. Hier, da ist Pete. Ihr Maul, hat mir der Spaten erlaubt, denn in jener Schüssel, aus der ich streckte, mein Haupt. Mhm. Solange es bei einem Bad ist, ist er da gar nicht so nervig. Wir tauchen in den jungen Toiletten nicht zu lange. Bitte, Peeves. Ah, und das ist die Mädelstoilette. Ich sollte echt aufhören, in jede Kacktoilette zu gehen. Mhm, hübsch. Man kann sich sogar ein bisschen im Spiegel angucken. Und dann so, oh ja, ja, hübsch. Was ist. Oh, da ist eine Truhe. Na, okay, vielleicht sollte man doch da reingehen. Wenn ich mich betrage! Hier ist der Gemeinschaftsraum? Nee. Ach, das ist genau da drüber. 3D-Karte hat mich mal wieder. Überrascht. Mhm. Mhm. Okay, weiß zwar nicht, was man da machen soll. Okay, ich glaube, die langweiligen Truhen, da ist nur Geld drin, aber kann ja auch nicht schaden, ne? Will ich mich nicht beschweren. Oh, hier sind die begeisterten Musiker. Das ist ein Geheimgang. Revelio. Korkenzieher braun. Vor allen Dingen, wo komme ich jetzt raus? Wow! Da oben! Cool. Ah, cool. Also nicht so weit vom Weg abgekommen. Ah, war schon lustig. Ah, das Porträt der fetten Dame. Ich weiß aber das Passwort gar nicht, ehrlich gesagt. Revelio. Akio. Revelio. Akio. Dieses Porträt einer Dame wacht den Gryffindor Gemeinschaftsraum und fragt jeden, der eintreten will, nach einem Passwort. Sie und ihre Freundin Violet sind dafür bekannt, dass sie zwischen den anderen Porträts umherwandern und sich gelegentlich an den Weinfässern bedienen, die dort stehen. Ach, ich brauche gar kein Passwort sagen. Wie langweilig. Beim Hufflepuff-Gemeinschaftsraum muss man wenigstens klopfen oder bei Ravenclaw ein Rätsel sprechen. Aber da muss ich auch mal fragen, jemanden, der in Ravenclaw ist, ob das echt so ist. Das ist. Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um die zu öffnen. Viel mehr, wie es aussieht. Oha. Ja, das ist eine lange Quest. Dann wäre doch jetzt Zeit. Wir gehen einmal in unser Zimmer. Und dann möchte ich, obwohl, was kann man hier im Sessel machen? Ach, sich nur einen Apfel nehmen, langweilig. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ja. Nee, ich gehe einmal in meinen Schlafsaal, weiß ich auch nicht warum, weil ich das Bock zu habe. Ja, genau, das hier ist mein Schlafsaal. Aber ich weiß noch nicht mal, ehrlich gesagt, was mein Bett ist. Meine Eule, warum sitzt sie in meinem Schlafzimmer? Warum bist du nicht im Eulenturm? Ich hoffe, du kackst nichts voll. Ist das mein Bett? Das sieht so... Warum weiß ich noch nicht mal, was mein Bett ist? Ich will wissen, was mein Bett ist. Revelio. Enttäuschung. So. Dann gehen wir doch mal dahin, wo wir hin müssen. Und lernen, unseren Zauber zu verbessern.
Und ja, vielleicht müssen wir nicht ständig was verkaufen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Mhm. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Zaubern ohne Flohpulver war. Das Reisen, meine ich. Professor Hackett, ich komme. Ich eile, aber ich laufe falsch. Ja, ne, woher soll man wissen, dass man diese Treppe nehmen muss jetzt zum Beispiel? Das ist doch alles kompliziert hier. Da, wo geht's? Oh, jetzt muss man wieder die Treppe hoch. Ach du Scheiße. Ah, hier ist das ja genau. Hier ist... Ah, das Skelett hängt da später noch. Hier sind die Mondphasen. Hallo. Ach, Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Ach, jetzt muss ich erstmal noch die zweite Runde gekreuzte Stäbe gewinnen. Okay. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Dachte ich auch eigentlich nicht. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Dann kann ich da in Flohpulvern. Ich nenne es jetzt Flohpulvern. Wir Flohpulvern jetzt zu unserem Einsatzort. Kreuzen ein bisschen die Stäbe. Willkommen zurück. Oh. Hey, ja. Hallo, Lucan. Steht die nächste Runde der gekreuzten Stäbe schon? Aber natürlich! Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Ja. Ich bin bereit. Los geht's. Großartig! Trittst du mit einem Partner an? Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Irgendwie... Bereit für dein Ende? Ich hätte diese Natti auch mal nehmen sollen. Adeptenrunde. Ich werde sowas von verkacken. Kraftzaubern. Zum Beispiel Accio. Okay, also Accio. Och, ich weiß nicht, welche Zahl das auswendig ist. Oh, 4 ist das. Accio! Contringo! Protego! Levioso! Ja. Das war nicht gut. Gut, dass ich nicht auf dich gesetzt habe. Noch eine Runde? Ja. Ich probier's nochmal. Freut mich zu hören. Bitte, hab ich noch einen Zaubertrank? Das hat er doch bestimmt jetzt nicht gespeichert. Doch, hat er. Scheiße. Ich muss mir da echt neue Zaubertränke holen.
Nein. Levioso. Confringo. Ich wollte da gerade eine Kiste schleudern. Willst du noch eine Runde? Ja. Ich probier's nochmal. Freut mich zu hören. Peinlich. Die Kinder. Super. Confringo. Levioso. Descendo. Super. Accio. Confringo. Protego. Levioso. Ich habe jetzt immer einen auf Protego. Ein Finger. Ach Mann, aber es wurde schon besser. Willst du noch eine Runde? Herr Part geht so lang, bis ich das geschafft habe. Ich probier's nochmal. Freut mich zu hören. Confringo! Mich so schnell besiegen. Ich hätte nicht auf schwer stellen sollen. Noch eine Runde? Ja. Ich probier's nochmal. Freut mich zu. Ich hätte nicht auf schnell stellen sollen. Noch eine Runde? Ja. Ich probier's nochmal. Alles überspringen. Levioso! Protego! Akio! Levioso! Sieger aus! Confringo! Ja, nicht so wie ich. Protego! Descendo! Protego.
Irgendwann scheint es ja mal zu klappen. Ja, sofort. Ich muss mal überlegen. Ja, ich muss überlegen. Will ich das jetzt noch machen? Eigentlich nicht, aber irgendwie schon. Also, ja, bitte. Ich probier's nochmal. Freut mich zu hören. Idioto! Prothese! Ja, geht doch. Vielleicht mache ich auch. Ah, guck mal, jetzt wird das dazu gemacht. Okay, langsam habe ich es verstanden. Ich habe alles gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Okay. Eine Runde Training jetzt noch durchführen. Aber Leute, das wird im nächsten Part gemacht. Bis zum nächsten Mal. Eure Aria. Ciao.